Willkommen in Rivet City. Wir haben hier einen kleinen Museumsbereich gefunden, so wie es aussieht. Den wollte ich auch finden, weil ich glaube, dass wir hier die Abe Lincoln Sachen loswerden. Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch, wie schön. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Es muss die Unabhängigkeitserklärung sein. In der Tat! Ihre Kenntnisse der amerikanischen Geschichte sind bewundernswert. Das wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Stellen Sie sich vor, das Originaldokument geschaffen durch den Menschen, für den Menschen. Wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid sagen. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Gern würde ich in die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Was geben Sie mir für dieses Lincoln-Spielzeug? Das ist ein ziemlich schönes Exemplar, das Sie da haben. Was sagen Sie zu 10 Kronkorken? Jo. Vielen Dank. Das Tagebuch. Ach, du große Güte! Handgeschrieben von einem der größten Präsidenten unseres Landes? Das muss meine Gesellschaft unbedingt haben. Ich gebe Ihnen 100 Kronkorken dafür. Na klar. Vielen Dank. Eine Aufnahme von Lincolns Stimme. Die haben wir nicht gehört, ne? Verdammt. Die behalte ich erstmal kurz. Ich kann kaum glauben, dass sich solch ein Artefakt in Ihrem Besitz befindet. Das wäre eine hervorragende Ergänzung der Museumssammlung. Ich kaufe die Waffe für 100 Kronkorken. Was sagen Sie dazu? Die ist aber viel mehr wert, die behalte ich lieber. Wie Sie wünschen. Aber ich bezweifle, dass jemand anderes den Wert dieses Objekts mehr zu schätzen weiß als ich. Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Toll. Seien Sie vorsichtig. In den Archiven wimmelt es nur so von allem Möglichen. Stimme können wir also nicht hören, so wie es aussieht, oder was? Nee. Was für wunderbare Artefakte haben Sie mir gebracht? Eine tatsächliche Aufnahme von Lincolns Stimme? Verblüffend! Bitte, wenn ich Sie dafür entschädigen darf, ich bezahle Ihnen 60 Kronkorken. Nur? Okay. Vielen Dank! Denken Sie daran, sorgfältig mit dem Dokument umzugehen. Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Geschichte. Ja, ja. So. Da kann ich gar nicht hin in die Ecke dort. Doch, eine Werkbank. Und Kronkorkenmine. Es ist unsere. So, jetzt sind wir den Kram wenigstens wirklich losgeworden. Bloß nicht. Die Waffe, weil mir die ist doch mir zu wertvoll gewesen für Kronkorken. Ich glaube 500 stand da.
Nun gut, den Rest können wir uns später noch angucken. Wir kommen eh nochmal jetzt zurück. Jetzt noch schnell die Quest mit dem Androiden erledigen. Hallo. Ist ein Slip, okay. Je schneller Sie meinen Besitz auftreiben, desto schneller komme ich hier raus. Wirklich wahr? Wie kann ein Mensch bloß so leben? Der Androide ist tot, hier eine interne Komponente. Was? Zeigen Sie her. Das ist ein Neuroservo. Das hat nur der A321. Sie sagen, Sie haben das aus seiner Leiche? Anders hätten Sie das wohl auch nicht kriegen können. Verdammt! Ich hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Hier in diesem Ödland. Nun gut! Hier haben Sie 50 Kronkorken für Ihre Mühe. Kaufen Sie sich damit ein bisschen Wissen. Hier draußen in dieser Hölle. Auf Wiedersehen. Hey, ich glaube, wir sollten was kriegen. Nein. Ich glaube nicht, dass Sie es sind. Jetzt will ich noch mal kurz hoch. Ist hier irgendwo das Treppenhaus? War das nicht hier? Hä? Ich mache die Reparaturen hier. Falls es also irgendetwas zu reparieren gibt, einfach Bescheid sagen. Die sind irgendwie scheinbar nicht mehr hier. Na, tolle Wurst. Dann können wir uns auch gleich wieder wegbeamen. Ich mache jetzt mit Absicht mal hier weiter und nicht bei Rivet City, weil ich noch weiß, dass es bei Rivet City mit der Hauptquest weitergeht. Ich will jetzt bloß nichts hier vorwegnehmen. Zack. So, Weltkarte. Da müssen wir, glaube ich, hin. Das wird jetzt ein Spaß gegen die Supermutanten. Oh Gott, das sind mehrere. Ja, noch einer. Yeah. Sehr nice. Wie ist denn eigentlich der Zustand unserer Minigang?
weiß es gar nicht. Ich nehme die mal mit und versuche gleich zu reparieren. Das gleiche hier nochmal. Okay, da geht's nicht rein. Verdammt, da oben. Und hier steht gleich einer um die Ecke. Weg. So, mal schnell heilen. Haben wir irgendwas? Eine Holomarke. Ein Powerhelm. Vielleicht sollten wir uns echt mal einen einfach aufsetzen. Na toll. Ach du Scheiße. Und der Typ mit der Minigun will ich nicht gleich aus der Nähe haben. Wer heizt mir denn jetzt schon wieder ein? Da hinten. Oh, hier kann ich nicht mal weiter. Ich glaube, diesen U-Bahn-Tunnel kennen wir schon, oder Eingang. Station Museum, ich weiß es gar nicht. Toll. Der Tod klopft an die Tür, Menschlein. Noch einer.
So. Zeit für ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.